Ich habe die Ehre, heute wieder ein Let's Play mit Matthias aufzunehmen. Und zwar zum allerneuesten Tomb Raider DLC, der da heißt Kalte Finsternis erwacht. Und da schauen wir jetzt rein. Und jetzt gucken wir die mal neuen rein. Inhalte findet ihr in dem Expeditionen-Menü hier. Dabei handelt es sich nämlich um einen neuen Spielmodus, der hinzugekommen ist, wie der Ausdauermodus, der auch schon ganz zu Beginn der Lebenszeit von Rise of the Tomb Raider dazugekommen ist. Mhm. Und hier könnten wir jetzt ein Spiel laden, was ich schon mal angefangen hatte, aber ich denke, wir fangen einfach mal ein neues Spiel von vorne an. Ja. Und das hat ja ein ganz cooles Prinzip, der Spielmodus, denn es handelt sich hierbei um, sind es mutierte? Es ist so eine Mischung aus Zombie-Modus und Stealth-Gameplay. Mhm. Aber das sehen wir gleich noch genauer. Hier könnten wir jetzt noch einstellen, welche Herausforderungen uns erwarten. Wir lassen das einfach mal alles standardmäßig. Man könnte jetzt auch, wie bei den anderen Spielmodi gewohnt, noch diese Spielkarten hinzufügen, die noch verschiedene Boni oder Mali. Also im Prinzip Modifikationen. Modifikationen am Spiel vornehmen, genau. Wir wollen jetzt aber einfach nur mal zeigen, wie es geht. Ja, ich möchte den Spielstand bitte überschreiben. Okay. Es hat mich 30 Jahre Widrigkeiten, Zweifel und Spott gekostet, diesen Tag zu erleben. Der erinnert mich so ein bisschen an diesen Sowjet-Typen aus den Division. Kennst du den? Bei den Audioaufnahmen. Er sah das Potenzial darin, eine Generation sowjetischer Männer heranzuziehen. Ähnlich ist es auch hier. Es ist auch ein Virenforscher. Oh, okay. Oder ein Mediziner, ein Chemiker, irgend sowas in der Art, der halt versucht, für die Sowjetmächte einen Supersoldaten zu entschaffen. Mhm. Was dabei herauskommt, ist natürlich eher was er nicht so ganz erwartet hat. Und mit diesen Kreaturen bekommen wir es dann jetzt nämlich auch zu tun. Aber die klassischen Zombies sind es jetzt nicht? Nein, das sind halt so mutierte Männer. Die Trinity-Soldaten, die man auch aus dem Hauptspiel kennt, die haben diese alte Sowjet- Forschungsanlage hier wieder in Betrieb genommen und dabei halt dieses Toxin quasi freigesetzt. Und Lara muss jetzt versuchen, den Mist wieder abzustellen. Wir müssen es mal wieder richten. Und da sieht man sie schon. Genau. Das Besondere an diesen Kreaturen ist, dass sie quasi kaum sehen können, dafür sehr gut hören. Aha. Also müssen wir uns hier sehr vorsichtig voranbewegen und vor allen Dingen leise. Dass wir hier mit Licht leuchten, interessiert die dann eher weniger. So, hier liegt schon mal ein Revolver, den wir uns einsammeln. Das ist auf jeden Fall schon mal eine düstere Atmosphäre. Ja, es ist auf jeden Fall sehr düster. Wir können uns auch mal kurz die Karte angucken. Die ist relativ groß, also es gibt hier sehr viel zu entdecken. Mhm. Und unser Ziel ist es, diese Forschungseinrichtung hier auszuschalten. Dazu müssen wir zuerst diese drei Türme, die hier rund um dieses Zentrum platziert sind, deaktivieren und dann im Zentrum. Und Gefangene retten, genau. Sehe ich grad. Es gibt hier noch verschiedene Nebenaufgaben wie Gefangene retten. Die Gefangenen geben neue Skills zum Beispiel. Ja. Und neue Waffen findet man halt wie hier in der Spielwelt verteilt. So, jetzt müssen wir uns mal gucken, wie wir uns hier vorarbeiten. Okay, also die Sicht gibt's auch, ja. Solange man unentdeckt ist, sterben die mit einem Pfeil. Ah, aber wenn sie dich entdeckt haben, dann halten sie mehr aus. Sind sie schwerer zu töten. Okay. So, wir bewegen uns mal in Richtung des ersten Turms. Ich bin unvorstellbar, dass jemand so etwas absichtlich machen würde. Sie müssen hier draußen nach der Quelle gesucht haben. Trinity hat ein ziemliches Arsenal mitgebracht. Da draußen müssen noch ein paar Waffen sein. Ein paar Feuerpfeile her. Im Notfall. Yep. So, was jetzt gerade passiert ist, dass mich jemand entdeckt hat. Oh, okay. Aber den hat jemand sieht, denn die machen auch verdammt viel Schaden. Den hat die. Wo kam der denn überhaupt her? Ich habe das gar von nicht von hinten. Die kommen auch immer wieder, also man kann hier nicht irgendwie die Gegner alle wegmachen und dann ist das Gebiet quasi befreit. Die spawnen auch immer wieder neu. Also respawn, was die ganze Sache noch, finde ich, gruseliger macht, weil wenn sie dann auf einmal hinter einem auftauchen, ist es natürlich nicht so toll. Was eben noch passiert ist, über uns kreist der Helikopter, ich weiß nicht, ob man ihn gerade sieht. Ja. Da hinten. Da oben.
Von dort bekommen wir immer Informationen. Jetzt wurden wir schon wieder entdeckt. Die haben aber eine extreme Respawn-Zeit, kann das sein? Ne, die wandern auch sehr viel umher. Also die haben keinen festen Platz, wo die sich immer aufhalten, sondern die wandern manchmal quer über die Karte. Und ich stehe jetzt hier schon eine ganze Weile an einem Fleck rum. Aber das wundert mich dann schon, wenn sie kaum sehen und du dich ja nicht bewegt hast, dass sie denn trotzdem was gehört haben. Ja gut, der war ja nun schon quasi dran und hat mich berührt. Ja. Worauf ich eigentlich noch rauf will, der Hubschrauber, der scannt quasi die Area, also das Gebiet, und weist mich immer wieder auf nützliche Dinge hin. Jetzt Waffen hat er hier zum Beispiel ein Waffenversteck gefunden und ich kann das jetzt quasi in Angriff nehmen. Dass die nur gut hören können, kann man natürlich auch zu seinem Vorteil benutzen, indem man hier zum Beispiel dieses Funkgerät hier aufnimmt und die Gegner einfach mal weglockt. Ich nehme an, es verändert die Dihydrotestosteronproduktion. Ja, das ist aber Glück, ja. Er hat mich nicht gesehen und ich habe mich zum Glück gerade nicht bewegt. Gefährlich. So, hier gibt es auch solche Kisten. In denen findet man Upgrades. Mhm. Ah, okay, die gehen dann automatisch. Die werden automatisch hinzugefügt. So, hier unten ist das Waffenversteck hier vorne. Da muss ich mal mit dem Feuerfall ein bisschen mit dem Weg freimachen. Ah, das ist noch im nächsten Gebäude. Da sind wohl welche, glaube ich. Ja, wenn man sie nur hört. Da, wow, das sind ja gleich 5. Warum schreit sie denn so? Das lockt sie jetzt wahrscheinlich alle an. Da kommt schon der Nächste. Das läuft im Moment noch nicht so sonderlich gut. Hat da einer ein Schild? Ja, es gibt auch stärkere Gegner. Ich glaube, ich sollte hier mal verschwinden, wenn es denn irgendwie geht. So schnell kann es gehen. Aber es scheint schon auf jeden Fall eine Herausforderung zu sein. So easy durch ist nicht. Genau. So, jetzt nochmal gucken. Ich wollte eigentlich noch... Das Waffenversteck ist jetzt auch wieder weg. Das ist weg. Ah, er hat quasi alles resettet. Der Revolver lag auch wieder vorne. Okay. Ich versuche jetzt mal, dass ich schnell und trotzdem irgendwie unentdeckt zu dem ersten Turm kommen. Ach, so viel dazu. Aber es wird wirklich komplett zurückgesetzt, kann das sein, wenn man stirbt? Weil jetzt auch der Tooltip wieder kommt. Ich glaube, es gibt dann später noch Checkpoint. Basiscamps, in denen man quasi speichern kann. Oder so automatische Speicherpoints gibt es meines Wissens ja auch. Ganz in meiner Nähe. Okay. Hinter mir, da gehe ich jetzt nicht zurück. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass immer hinter einem einer kommt. So, den Pfeil musst du jetzt nicht verschwenden. Jawohl, immer sparsam sein. Kann man noch brauchen später. Zu ruhig. Gleich kommt wieder einer von hinten. Ich sehe jetzt auch gerade keinen Verdacht. Man hört sie überall. Ja, ja. Es ist schon schaurig auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. Okay, wenn du reingehst, schließt sich die Luftschleuse hinter dir. Du musst einen anderen Weg rausfinden, nachdem du die Maschinen lahmgelegt hast. Vor allem hat man immer auch nur diesen kleinen Sichtkegel. Ja. Und man weiß gar nicht, was so alles passiert. So, ich muss jetzt hier rum. Uah. Wiedersehen. Den brauchen wir nicht mehr. So, man kann ja auch wie gewohnt Rohstoffe einsammeln, um sich zum Beispiel neue Pfeile zu craften. Glaubst du, die Leute von Trinity wussten, was sie tun, als sie die Anlage wieder aktiviert haben? Schwer vorstellbar, dass jemand so etwas absichtlich machen würde. Sie müssen hier draußen nach der Quelle gesucht haben. Müssen wir hier hoch.
Okay. So weit oben ist man aber schon eher sicher, oder? Oder klettern die auch? Ich habe sie zumindest bisher noch nicht klettern gesehen. Also ich muss mal Brandpfeile wiederherstellen. Es würde mich nicht wundern, wenn die auch klettern würden. Wenn die schon Schilde haben und Waffen. In dem Gebäude, in das wir jetzt gleich reingehen, da habe ich sie auf jeden Fall schon klettern sehen. Aber draußen in der offenen Welt noch nicht. Okay. So. Jetzt sind wir hier in dem ersten Turm, den wir ausschalten müssen. Und jetzt gibt es hier ein bisschen zu rätseln. Ja. Das Ganze erinnert ein bisschen an Keep Talking and Nobody Explodes, ja. Dieses Bombenentschärfenspiel. Und hat ein kreisrundes Symbol mit einem Wassertropfen in der Mitte. Dann das Treibstoffpumpensystem. Extrem brennbar. Also es ist rot markiert mit einem diamantenförmigen Symbol mit einer Flamme in der Mitte. Dazu der biologische Hauptkatalysator. Diese Systeme sind grün und mit einer Giftwarnung markiert. Ein quadratisches Symbol mit Schädel und gekreuzten Knochen. Und schließlich gibt es ein Nuklearabfallsystem. Es müsste gelb gestrichen und mit dreieckigen Nuklearwarnzeichen markiert sein. Genau, es gibt vier verschiedene Systeme. Okay, legen wir diese Anlage lahm. Und die Nadja im Helikopter hat die Anleitung zum Deaktivieren. Ah, okay, der Klassiker. Die Fernanleitung sozusagen, und wir müssen dann die Handarbeit übernehmen. Genau, sie gibt uns jetzt gerade Hinweise. Wenn nicht, dann, Moment. Dann musst du den Generator für das Nuklearabfallsystem starten. So. Ihre Hinweise waren jetzt welche? Sind da mehr als zwei rote Treibstoffrohre? So, Rohre, kann man hier nachgucken, sind Objekte, die so aussehen. Ah, okay. Also hier, das sind alle Elemente, die man in den in diesen Türmen findet, verschiedene Kästen, Generatoren, Hebel, Flaggen und so weiter. Und wir müssen jetzt nach Rohren suchen. Und alles zwar klar. Sind da mehr als zwei rote. Aber die Rätsel sind immer gleich, oder? Oder kann nein, es nein, auch das sein, ist dass völlig jetzt verschieden. Ach so, alles klar. Das ist natürlich cool. Wenn man dann das Rätsel nämlich nicht richtig löst, geht ein Alarm los. Und dann kommen die Viecher. Und dann kommen die ganzen Viecher angerannt. Da muss man sich gegen die verteidigen. Und wenn man das geschafft hat, dann kommt ein neues Rätsel. Okay. So, sind hier da mehr sind die Rohre. Als hier sind zwei Rohre. Was war die Frage? Sind da mehr als zwei Rohre? Nein, es sind genau zwei Rohre. Wenn nicht, dann gibt es halt immer eine Bedingung, wenn ja und wenn nicht. Wenn nicht, in dem Fall starten Sie den gelben Generator des Nuklearabfallsystems. Generator ist das Ding mit dem Rad. Okay. Gelb, jetzt gucken wir nochmal. Es sind genau zwei Rohre, also nicht mehr. Jetzt müssen wir das gelbe Ventilrad finden. Wenn es hier nicht ist, ist es vielleicht weiter oben. Das hier ist grün. Yep. Da hinten ist was Rotes, da oben ist was Blaues. Ich vermute, wir sind jetzt genau falsch, weil das dann unten ist. Das kann sein, ja. Also gesehen habe ich nichts. Ich habe gerade gesehen, da unten. Ah, stimmt. Okay. Ist auf jeden Fall alles näher hier rüber, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier runter. So, wo ist jetzt das gelbe Zahnrad? Hier. Da ist es. Okay. Richtig gelöst. Das war's, Nadja. Hat geklappt. 500 Credits. So, dann geht auch der Ausgang auf. Sobald alles an einem Ort ist, müssen wir es irgendwie schaffen, alles zu zerstören. Genau. Such fürs Erste den Ausgang aufs Dach und geh wieder nach draußen. Es wurde quasi aus diesem Turm die Substanz in die Zentraleinheit transferiert. Das müssen wir jetzt noch bei zwei anderen Türmen machen und dann irgendwie die Zentraleinheit zerstören, ohne dass das Gas entweicht. Das ist das Hauptziel. Mhm. So, wo ist der Ausgang da vorne? Ja, das sieht so schön hell aus von draußen, aber es ist nicht hell. Es ist nur der Mond und der Helikopter, die hier ein bisschen beleuchten. So, hier haben wir noch eine Upgrade-Kiste. Zum Glück, dass das Toxin bei Frauen nicht zu wirken scheint. Auch nicht.
Ich nehme an, es verändert die Dihydrotestosteronproduktion. Und ich höre sie schon wieder. Ja, ich glaube, hier oben sind sie noch nicht, aber sobald wir uns nach unten bewegen, können wir kurz gucken. Hier unten haben wir zum Beispiel noch was Interessantes. Da ist eine Truhe. Die markieren wir uns mal und bewegen uns dann mit dieser Richtung. Eine Karte oder so hat man ja auch nicht. Also im Interface direkt. So eine kleine Ecke. So. Minimap gibt es bei Tomb Raider nicht. So, jetzt machen wir hier uns einen Weg nach unten. Na? Und ab geht die Post. Jetzt landen wir hoffentlich nicht direkt in so einer Gruppe Zombies. Das wäre eher suboptimal. Ja. Aber wir landen in einem Busch, das ist natürlich perfekt. Sehr gut. Moment, du hast noch nichts gesagt. Glaubst du, das Toxin stellt doch ein Risiko für uns dar? Möglicherweise. Das ist eine chemische Waffe, Nadja. Zurzeit mache ich mir mehr Sorgen über unseren... Der ist hinüber? Die Truhe, die wir haben, ist da hinten. Nein, das ergibt Sinn. Sophia wird uns etwas weiter raufbringen. Lara übrigens eben erzählt hat, ist dieses Toxin für Frauen bisher ungefährlich. Deswegen kann sie sich auch hier so frei bewegen. Weil die Sowjets damals halt super Soldaten erschaffen wollten und das waren halt damals hauptsächlich Penner. Ja. Ist aber natürlich eine logische Erklärung, ja. So. Da hinten kommt schon wieder einer, ich hoffe, der hat mich noch nicht gehört. Jetzt haben wir einen größeren Fallköcher freigeschaltet. Ja. Lara, schlechte Nachricht. Wenn wir die Türme deaktivieren, wird der Rest des Toxins in den zentralen Kern geleitet. Was wir erwartet haben. Und wir bekommen alles an einem einzigen Ort. Aber wenn man sich den strukturellen Schaden hier ansieht, Der Kern kann im Gesamt... Den hatte ich ja auch nicht gesehen. Aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Nee, der hat mich halt auch noch nicht gehört. Sehen kann er mich ja nicht. Und eine konzentrierte Toxinwolke wird mit dem Wind freigesetzt. Das ist aber ein schlechter Supersoldat, der nicht sehen kann. Nee, sie haben irgendwie nicht so ganz das Ergebnis erreicht, was sie eigentlich erreichen wollten. Nicht annähernd. So. Was mich ein bisschen stört, ist, dass man mit Lara nicht so richtig quasi im Schleichmodus unterwegs sein kann. Die ist zwar automatisch so in einer geduckten Haltung, wenn Gegner in der Nähe sind, aber ich hätte mir gewünscht, dass man noch so einen richtigen Schleichmodus hat, wo man sich wirklich automatisch ganz langsam vorwärts bewegt. Mhm. Da ist so ein gepanzerter Typ. Mit irgendeinem axtähnlichen Gebilde. Ich versuche mal vielleicht mich da anzuschleichen und den... Das funktioniert so gar nicht. Oh oh. Das war weniger gut. Aber sie sind erledigt, oder? Nee. Oder ist jetzt hier sehr viel Lärm gemacht gerade. Ich sollte mich vielleicht mal verkrümeln. Also es eskaliert schnell, wie man sieht. Okay, die sind nicht so leicht abzuschütteln. Nee. Hartnäckige Burschen! Aber da ist es schon eine ganze Meute mittlerweile. Ja, man sollte es wirklich nicht so weit kommen lassen. Vor allen Dingen nicht auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Ich bin hier noch auf relativ leicht unterwegs. So. Ich glaube, jetzt habe ich... Das müsste es gewesen sein. Nee, da kommt noch einer. Aber der hat mich noch nicht bemerkt, den kann ich so wegmachen. Sehr gut. Also, das ist der insgesamt dritte große DLC. Das ist der dritte größere DLC für den Season Pass. Ich glaube, meines müsste auch der letzte gewesen sein. Mhm. Kostenpunkt, wenn man den Season Pass nicht hat, kann man es dann auch kaufen? Den kann man auch einzeln kaufen. Ich müsste lügen. Ich glaube 4,99 das ist aber nicht oder 9,99. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Okay. Lest du dann auf jeden Fall im Artikel. Genau, Artikel gibt es dazu. Da steht auch nochmal alles drin, was der Inhalt des DLCs ist und was ihr erwarten könnt. Und wenn man den DLC hat, dann gibt es das Spiel quasi mit dazu. Download ist ab sofort verfügbar. Ja. Genau. Und wir werden jetzt hier noch mal ein paar von den Zombies erledigen. Und wie gesagt, ihr findet alles im Artikel von Matthias. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann könnt ihr das natürlich wie immer in die Comments schreiben.